So, da Leute, ich bin wieder zurück. Und ja, wir kümmern uns jetzt um die Monster von Leslie. Soviel ich das weiß, sind es doch hohle Männer. Aber wenn das der dunkelste von allen ist, schaut er recht cool aus. Okay, ihr hohle Männer, kommt. Mir doch nicht erzählen, dass sie schon freigekommen sind. Was kann ich sagen? So, das ist jetzt Freigrund. Geht schneller als man denkt, Leute, ohne Witz. Und ja. Bin gespannt, wann der böseste aller Tempel aufgebaut wird. Sie sind weg? Fantastisch! Jetzt können wir tiefer in den Komplex vordringen. Wer weiß, was wir finden werden. Sollte jetzt ein böses Lachen kommen? Glaube ich auch. Ja, ich glaube schon. Okay, aber das böse Lachen üben wir noch bis zum nächsten Mal. Einverstanden? Hallo! Dann würde ich sagen, gehen wir zu einer Hinrichtung. So. Wir sind wieder zurück im Schloss. Es hat... Wie viel Party geht? Wir sind seit 30. zurück. Wir sind seit dem dritten Part draußen. Und dein Saint ist gerade angegangen. Wir sind seit dem dritten Part draußen. Und jetzt sind wir für den... Na man, jetzt... 35. 35. Hallo, Madam. Part... sind wir wieder drinnen. Das heißt, wir liegen gut in der Zeit. Es hat ein paar Parte gedauert, bis wir da sind. Und ja, gehen wir zur Hölle. Bitte die Königin von gut, ich hör auf. Ehemals König von Albion, ihr werdet der Verbrechen gegen das Reich und das Volk angeklagt. Jetzt werden eure Ankläger ihre Sache vortragen. Im Königreich gibt es nicht eine Seele, die nicht für seinen Ruhm leiden musste. Und viele sind dafür gestorben. Tragt den Tod jetzt zu ihm selbst. Ich bin kein Freund von Hinrichtungen, aber Sabine hat recht. Sie haben Major Swift hingerichtet, wisst ihr noch? Und eine große Zirkusveranstaltung daraus gemacht. Aber sind wir nicht besser? Haben wir nicht deshalb darum gekämpft, hier zu sein? Logan hat in dieser Stadt Menschen verhungern lassen und Kinder zur Arbeit gezwungen. Aber wir ändern nichts, wenn wir ihn töten. Familiäre Bindungen sind heilig. Ich kann nicht über sein Schicksal entscheiden, aber durch seinen Verrat sind viele in meinem Volk umgekommen. Er versprach, uns zu retten und überließ uns dann der Dunkelheit. Ich hatte Gründe, das Versprechen zu brechen. Auch für die Taten, die man mir jetzt zur Last legt. Als ich nach Albion zurückkam,
suchte mich eine blinde Seherin auf. Theresa, Vaters Seherin. Sie zeigte mir die Zukunft des Reiches. Die Dunkelheit aus Aurora kommt immer näher, bringt uns Tod, Verderben, das Ende unserer Kultur. Die Opfer nahm ich in Kauf, um Albion zu schützen. Wenn einige litten, dann, um eine Armee zu erschaffen. Wenn einige starben, dann, um das Land zu retten. Ich habe mich jahrelang auf diesen Angriff vorbereitet. Mit mir an deiner Seite folgen all meine Soldaten deinem Befehl. Begegnen wir der Dunkelheit gemeinsam. Wenn das stimmt, wenn es wirklich so kommt, sind wir alle in Gefahr. Na gut, ich hab da du jetzt ein Machtwort, Leute. Über Leben und Tod, Schwester. Tod! Also darauf habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon gewartet, das zu sagen, aber bye, Logan, du bringst ein paar Kühlchen in den Kopf, tak, tak, ta. Du entkommst der Strafe für deine Vergehen nicht, Logan. Ich verurteile dich zum Tod. Die Königin hat sich entschieden. Logan wird für seine Verbrechen am Volk Albions bezahlen. Mit seinem Leben. Gott sei Dank. Tretet rein! Abgestempelt, legt die Steuerpolitik fest. So, Leute, Logan ist tot. Na gut, ich wäre jetzt fies, wenn ich sagen würde, ihr hättet es nicht verdient, aber Theresa will was von uns anscheinend. Ihr habt den ersten Teil eurer Bestimmung erfüllt. Als ihr das Schloss verlassen habt, wart ihr noch ein Kind. Dann wurdet ihr Heldin, Anführerin und schließlich eine Monarchin. Aber eure Reise ist nicht vorbei. Als Königin könnt ihr die Wahrheit wissen. Albion wird bald angegriffen. Die Bedrohung ist enorm. Oh, jetzt kommt noch ein Angriff. Hier hat man seine Ruhe. Dunkelheit kommt über unser Land. Argumente sind machtlos, sie ist unaufhaltbar. Nur Albions Herrscher steht zwischen der Welt, die wir bewohnen, und jener Dunkelheit. Deshalb musstet ihr an eures Bruders Platz treten. Der Lauf der Geschichte verlangt es. Wenn ihr es nicht schafft, endet die Welt, wie wir sie kennen. Das nicht gleich gesagt. Es ging also nie um Logan, oder? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst, und habe immer die Wahrheit gesagt. Mit Logan auf dem Thron wäre Albions Schicksal besiegelt. Denn nur mit einer Heldin, die die Krone trägt, haben wir eine Chance zu überleben. Und was kann ich tun? Nichts. Es ist unvermeidlich. In einem Jahr kommt die Dunkelheit über Albion. Das ist sicher. Ihr könnt euch nur vorbereiten und hoffen, dass ihr so viele wie möglich rettet. Ihr habt genau zwei Möglichkeiten, es zu schaffen. Ihr könnt eure Versprechen halten und als wohltätige Herrscherin in die Geschichte eingehen. Bäh. Aber das wird euer Königreich nicht schaffen. Bäh, wohltätig. Und möglicherweise zu einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht leicht, gleichzeitig populär und reich zu sein. Es sei denn... Das geht nämlich ohne Witz in die Staatskasse. Das schafft ihr ja aus. Eure Versprechen auch brechen und euer Volk verletzen, um es zu retten. Ihr werdet genug Geld für eure Armee zusammentreiben. Aber man wird euch hassen. Man wird euch für einen Tyrann wie euren Bruder halten.
Ihr habt ein Jahr, um zu erreichen, was Logan verwehrt war. Albion als Herrscherin gegen seine bisher größte Bedrohung zu rüsten und sie als Heldin zu besiegen. So ehrlich gesagt, unter uns gefällt mir das Böse sein eher, Leute. Da bin ich ganz ehrlich. Und ja, wir haben hier drei Kisten. Nummer 1, Fernwaffe. Magier. Und natürlich das Schwert. Aber wir können keine von denen drei machen. Leider. Das heißt, wir brauchen ein paar Gildensiegel als nächstes. Und da, ich würde gerne noch auf Nahkampf gehen. Das heißt, 180 Gildensiegel sich noch verdienen. Und das machen wir genug. Also Leute, wir haben Fable 3. Ja, wir müssen jetzt Albion gegen die Dunkelheit verteidigen. Und wie wir vorangehen, das sehen wir im nächsten.